Jo, servus die Marlo und grüß euch die Buben. Ich bin da wieder auf meinem Stabruch herum. Hinter mir blauer Himmel, vor mir komplett grau. Sorry wenn die Geräusche, aber am Stabruch wird natürlich kackig heute. Es ist unter der Woche. Die will da eigentlich noch mehr ein bisschen durchschauen. Ich zeige euch aber jetzt gleich einmal den Ausblick da oben, wie grau es dort ist. Also das schaut ziemlich grau aus. Keine Ahnung, ob das herkommt. Da war es ja wie befenst. Bin da bei der einen Feuerstelle wieder angekommen. Hey, alles wie immer. Hat sich nicht viel geändert. Aber es wird jetzt immer drüber, ich hoffe. Der überrascht mich kein Regen, angesagt ist nichts. Möchte ich hinten noch hinschauen, ob sich dort irgendwas geändert hat. Weil ja neugierig bin, war ja schon lange nicht herum. Schauen wir sie einfach an. Ja, da hat sich einiges geändert. Holz ohne Ende. Das ist ja ein Sitzbad. Mit Gesichtern. Ja. Ich glaube, da steigen öfters Partys. Ja, da hält es natürlich gewaltig erinnern. Da hocht sich das gleich natürlich noch viel lauter an. Aber die dürften da wirklich gleich unmittelbar da oben hackeln. Ich schaue jetzt ganz einfach einmal auf. Ja, auf alle Fälle ein idyllisches Wäckchen. He? Die haben da schon alles niedergemacht. Wirklich alles niedergemacht. Da kommen an die Tränen. Alles wegen den scheiß Stabruch da. Wahnsinn. Ach, da sehe ich sogar jetzt auf die Donau, das habe ich noch nie geschafft. Ja, Freunde, ich bin echt erschüttert, dass sowas zulassen wird. Mein Hausberg geht unter. Ah, das ist noch gar nicht so warm umgeschnitten, so wie das ausschaut. Das ist relativ frisch. Ja, der Weg ist versperrt. Da ging jetzt zu meinem Übernachtungsplatz und hintere. Alles versperrt, was du auch nicht durchgehen kannst. Das ist ein Horror. Alles niedergemacht da. Alles niedergemacht. Ja, ich habe auf alle Fälle einen kleinen Dreibeck mit. Ich will mir noch ein paar Fichten zapfen. Oder von der Föhre da mitnehmen für den Winter. Ah, der Krawall da hinten. Ich schalte die Kamera ab, weil da kommt man ja sehen. Wie geht dir das interessieren? Ich glaube, ich muss da mal angriskieren. Es ist zwar verboten, aber ja, was ist heutzutage nicht verboten? Riskieren wir gleich ins Auge. Ja, schaut, Freunde, da sind die. Da sehe ich mir jetzt einmal schön in den Stabruch rein. Der Autofee ist da, da habe ich schon einen großen LKW, der lohnt gewaltig. Naja, ich würde sagen, das war schon, ich leite mich da wieder auf leisen Sohn, wieder rein tun einmal. Ja, die sind schon trocken da. Mal, was wir noch erwischen. So, ein bisschen was habe ich im Sackel herin. Schauen wir am Weg runter, ob ich noch was finde. Und weg so von den Tragspül. Mein Hausberg. Das ist echt zum Lernen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Da wird es gerade ein paar ganz schöne
frisch entdeckt. Die haben wir da auch gesammelt. Die sind auch schön. Brennen sicher auch gut für den Winter. Ja, Freunde, ich wollte mir zwar noch einen Kaffee machen, aber mir ist das eigentlich gründlich vergangen. Mir ist der Gust am Kaffee im Hals stecken geblieben quasi. Ich gehe jetzt schickendlich heim, ich schaue, dass ich noch ein paar Zapfen finde. Ich traue jetzt das Video gar nicht mehr auf, weil ich verabschiede mich schon da von euch. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.